Hi, mein Name ist Martin vom Kanal Die Vernachter 3. Bei mir gibt es den YouTube Patch Rundown. Wir starten mit den Known Issues. Letzte Woche gab es einen Kommentar-Bug, wo Kommentare zur Überprüfung zurückgehalten wurden und nicht freigegeben wurden. Das ist mittlerweile gefixt. Was leider nicht gefixt sind die Super-Sticker, Super-Chats auf Android und Desktop. Das heißt, wenn ihr da versucht, was zu kaufen, dann kann es sein, dass zwar der Bezahlvorgang manchmal durchgeht, aber kein Super-Chat oder Super-Sticker erscheint. Wenn ihr da weiterhin Probleme habt, dann wendet euch bitte an den Support für Abrechnungen bei Google, ist aber auch in der Regel bei eurer Transaktion dann letztendlich verlinkt, an wen ihr euch da wenden könnt. Gut, diese Woche gab es noch eine Telefonverifizierungsfehler. Das heißt, ihr müsst euren Kanal verifizieren, um zum Beispiel Custom Thumbnails zu verwenden, um Livestreamen zu können, um Videos hochladen zu können, die länger als 15 Minuten sind. Und wie gesagt, da gab es einen Fehler, dass da einfach nichts passiert ist, wenn man praktisch seine Telefonnummer angegeben hat, man hat keinen Code bekommen. Und dieser Fehler besteht auch immer noch. Sobald es da Updates gibt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Neue Features gab es diese Woche zwei Stück. Einmal den Trend-Tab, da haben wir jetzt drei verschiedene Sektionen. Einmal oben die Sektion, die besteht aus Kacheln. Da sind so Sachen dabei, wie zum Beispiel Gaming, Mode, Nachrichten, Musik. In diesen Kacheln gibt es jeweils nochmal Unterkategorien. Bei Gaming wären das zum Beispiel Live oder einzelne Spiele wie Fortnite, wie League of Legends, wie Roblox, hast du nicht gesehen, Minecraft. Und darunter sind dann Creator on the Rise und Artist on the Rise. Dazu gibt es natürlich auch nochmal ein extra Video dann, wenn es soweit ist. Die neuen Informationen sind noch nicht spruchreif. Und da gibt es auch unterschiedliche Informationen. In der YouTube-Hilfe heißt es, es gibt nur einen Artist on the Rise bzw. Creator on the Rise pro Woche für Deutschland. In der aktualisierten Meldung ist von bis zu drei Leuten pro Woche die Rede. Wie gesagt, da halte ich euch auf dem Laufenden, wenn ich mehr weiß. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wäre sehr, sehr nice. Ansonsten über einen Daumen freue ich mich natürlich auch. Gut, machen wir weiter mit dem Entdecken-Tab. Denn dieser Entdecken-Tab, der ersetzt ja nicht die Trends. Die Trends werden einfach nur weiter nach unten geschoben. Das heißt, was bei euch regional trendet, seht ihr dann natürlich weiter unten, unter den Kacheln, unter dem Creator on the Rise. Darauf soll aber jetzt erstmal ein wenig Fokus gelegt werden. Interessanter Fun-Fact, die Gaming-Kachel in diesem neuen Entdecken-Tab, die zeigt einen Stadia-Controller. Stadia hat, ich glaube, es war letzte Woche oder vorletzte Woche veröffentlicht, dass man die aufgenommenen Videos bzw. Screenshots auch jetzt über den Desktop herunterladen kann. Das heißt, es ist vielleicht für einige Video-Creator, YouTuber, Streamer, wie auch immer, interessant, um Highlights aus den Spielen letztendlich aufzunehmen, runterzuladen und wieder hochzuladen. Was da noch an Integrationen kommt, kann ich leider nicht sagen aktuell. Es sind aber einige Sachen geplant. Wie gesagt, ich darf nicht drüber reden. Bleibt auf jeden Fall dabei. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, sobald ich kann. Als nächstes Covid-19, Coronavirus, ist natürlich ein großes Thema. Da gab es bis jetzt die Policy, dass es unter sensible Ereignisse fällt, wie zum Beispiel Naturkatastrophen oder Terroranschläge etc. pp. Ist hier bei dieser Pandemie natürlich auch der Fall gewesen. Man will nicht, dass Leute mit irgendwelchen Clickbait-Videos, die Scheiße verbreiten, Geld verdienen. Mittlerweile ist man so weit gegangen, dass man sagt, okay, diese Pandemie wird länger dauern. Diese Policy ist nur für kurzfristige Ereignisse ausgelegt. Das heißt, wer jetzt langfristig darüber berichtet und ich sage jetzt mal auch positiv, also was heißt nicht positiv, aber korrekt darüber berichtet, der kann dafür monetarisiert werden. Ne? Das liegt aber immer im Ermessen des Sachbearbeiters von YouTube, der das überprüfen muss. Ne? Geht erstmal davon aus, dass eure Sachen gelb bleiben und dann per manueller Review die Sachen freigeschaltet werden. Gut, das wäre alles zu den neuen Features gewesen. Diese Woche gab es noch ein Video von Marc zum Thema eingeschränkter Modus. Das heißt, wenn ihr irgendwie Jugendliche habt und ihr die richtig abfacken wollt, dann stellt ihr den ein, damit sensible Inhalte ausgeschaltet werden. Mehr dazu findet ihr natürlich bei Marc. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke an dieser Stelle ganz recht herzlich Dominik, der mir bei der Recherche für dieses Video geholfen hat. Und natürlich auch an alle, die eingeschaltet haben, um ja auf dem aktuellen Stand der Dinge zu bleiben, was YouTube angeht. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wir sehen uns ansonsten in einem der Livestreams, in einem meiner anderen Videos und bis dahin, tüdelü, macht's gut, haut rein.